Hey Cecil, Sophia hatte voll Stress in ihrem Job, ne? Ey, das ist doch normal, dass sie dann wieder zunimmt. Natürlich. Cecil, also dass Sophia Thiel wieder zugenommen hat, ne? Das macht sie voll menschlich. Also ich kann mich jetzt viel besser mit ihr identifizieren. Du hast überhaupt keine Ahnung. Ey, was labert denn der Glatzkopfteile? Der hat doch gar keine Ahnung. Voll der Otto. Außerdem ist der hässlich. Okay, jetzt halte ich kein Blatt mehr vom Mund. Jetzt gibt's die volle Wahrheit nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach hier, Cecil, heute mal keine Spielereien. Ich habe ja das Video über Sophia Thiel gedreht und da gab es halt ganz viele verschiedene Meinungen zu. Und ich möchte heute einige Sachen mal, ja, klarstellen und mal nochmal genau meine Meinung und meine Position nochmal vertreten. Worum geht es in meinem Kanal? In meinem Kanal geht es nur darum, euch zu helfen. Ganz einfach. Ich will nur Tipps geben aus meiner über 25-jährigen Sporterfahrung und Studium und Personal Training, damit ihr euer Ziel erreicht. So einfach ist es. Jetzt haben die meisten haben einfach das Video über Sophia Thiel gar nicht verstanden. Also viele haben sich irgendwie so gleich angegriffen gefühlt, so weil die natürlich sympathisieren mit Sophia Thiel und die dachten dann gleich irgendwie, ich wollte sie jetzt runtermachen oder so. Es war von mir eine Analyse, damit das, was ihr passiert ist, dass sie einen Jojo-Effekt hat, weil das hat sie ja, dass das euch nicht passiert, dass ihr seht, okay, was sind die Mechanismen, die dahinter stehen. Und warum wähle ich jetzt Sophia Thiel? Um mich zu bereichern an Klicks, damit ich 5 mehr Klicks habe? Nein, weil es einfach gerade in der Diskussion ist, ganz einfach. Und weil ich wirklich sehr oft gefragt wurde, was ich dazu sage. Und in diesem Video werde ich euch erklären, und ich hoffe, dass die meisten dieses Video als das verstehen, werde euch erklären, warum dieser Stresspunkt, den Sophia hatte und dadurch wieder zugenommen hat, was der genau auf sich hat, beziehungsweise wie man das vermeiden kann. Also wie man vermeiden kann, dass man mit so einer Stresssituation anders umgeht, damit es nicht passiert. Ganz einfach. Wir besprechen ganz genau, wie ihr mit dem Stress umgehen könnt, damit euch nicht genau das Gleiche passiert. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass ihr dranbleibt, dass ihr das versteht, dass ihr versteht, dass dieses Video eine Hilfe ist und nicht irgendwie runtermachen von Sophia Thiel. Bringt mir nichts, habe ich gar kein Interesse, ich wünsche ihr alles Gute. Aber es sind Mechanismen, die sehr interessant sind, psychologisch, weil sie logisch sind. Und die besprechen wir gleich, damit euch nicht das Gleiche passiert. So einfach. Trotzdem möchte ich nicht irgendwie was zurückziehen oder so. Ich möchte meine Meinung ganz genau so vertreten. Und die Leute schreien immer, oh, wir wollen ehrliche YouTuber und irgendwie, wir wollen nicht verarscht werden mit 2x20 Minuten Sport. Ich sehe, und ihr könnt die anderen Videos mal angucken, ich sage immer die Wahrheit. Ich sage, hey, ihr müsst euch den Arsch aufreißen, ihr müsst euch an die Ernährung halten, dies, das. Ich sage nicht Sachen, die schön sind, aber ich sage das, was ich denke. So einfach. Und die Leute schreien, sie wollen einen ehrlichen YouTuber. Und dann haue ich mal Sachen raus, die ich einfach so finde, weil ich die wirklich so finde. Und dann schreit man wieder, oh nee, oh, gefällt uns auch nicht. Ich kann es nicht allen recht machen. Und jetzt nochmal, dass ich nochmal Stellung dazu nehme. Ist es menschlich, dass Sophia Thiel, ich meine, wir müssen mal Folgendes sehen. Das ist ihr Beruf. Das heißt, es ist ihr Beruf. Sehe ich es als menschlich an, ja, es ist ja so menschlich und so sympathisch, dass sie sich jetzt wieder gehen lässt und so weiter und so fort. Sehe ich das auch so? Und ich weiß, dass die ganzen Sportler sagen, ach, man ist auch mal in der Massephase und man kann mal wieder zunehmen und so weiter und so fort. Ich sehe es trotzdem anders. Ihr könnt mich kreuzigen, das ist mir auch egal. Aber ich sehe es einfach folgendermaßen. Wenn man viele Menschen erreicht, dann hat man eine Verantwortung. Und ich nenne euch mal 3 Beispiele, ganz einfache Beispiele. Wenn ich ein Arzt bin, irgendwo im kleinen Dorf in Oberhupfingen und die nächste Stadt ist irgendwie 400 Kilometer entfernt und ich habe 1000 Patienten und die brauchen mich jeden Tag und ich sage dann einfach mal, aus persönlichem Stress, zu viel gearbeitet oder wie auch immer, gehe ich einfach mal 2 Monate nicht zur Arbeit. Ich habe keinen Bock zur Arbeit zu gehen. Ich sage, oh nee, ich kann nicht, kann nicht. Und die ganzen Patienten kommen auch nicht 400 Kilometer in die nächste große Stadt, weil die kein Auto haben oder wie auch immer. Habe ich eine Verantwortung? Ja, ich habe eine Verantwortung. Umso mehr Leute ich erreiche, umso mehr Leute von mir abhängig sind, umso eine größere Verantwortung habe ich. Ist es dann menschlich, dass der Arzt sagt, oh nee, komm, jetzt 2 Monate habe ich jetzt mal keinen Bock zu arbeiten? Ja, menschlich vielleicht, aber er hat eine Verantwortung, weil das ist sein Job, es ist kein Hobby, okay? Anderes Beispiel, ein Pilot. Stellt euch mal vor, ihr fahrt in Urlaub und dann kommt der Pilot so an euch vorbeigetorkelt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin heute Pilot. Nein, das macht man nicht. Man hat eine Verantwortung. Und wenn ein Pilot besoffen einen Flieger scheuert, dann gehört er nicht in seinen Job. Ganz einfach, weil er die Verantwortung von verschiedenen Menschen trägt. Noch eine andere Sache. Ein Polizist, stellt euch vor, da ist irgendwie in der Stadt, wird alles ausgeraubt, Bankraub oder wie auch immer, und stellt euch vor, der Polizist sagt, ja, hallo, Streife Nummer 535 hier. Ich kann da gerade nicht hinkommen. Ich muss weg. Ist es menschlich? Ja, es ist menschlich. Die Menschen können Angst haben, die Menschen können sich gehen lassen, die Menschen können einfach mal überstresst und faul sein, aber man hat eine Verantwortung. Punkt.
Und ich bin nur auf dieses Thema gekommen, weil ich ganz viele Kommentare gelesen habe und gesehen habe, die halt unzufrieden damit waren und die halt gesagt haben, hey, was soll das? Ich meine, du verkaufst uns ein Paket und verkaufst uns einen Lifestyle, aber kannst ihn selber nicht halten. Und ja, wie sollen wir denn ein Leben lang das halten, wenn du es nicht kannst? So, und das ist genau der entscheidende Punkt. Das kommt nicht von mir. Ich habe nichts gegen Sophia, alles gut. Ich habe nur immer wieder diese Kommentare gehört, ich wurde mehrfach darauf angesprochen, deswegen mache ich ein Video dazu. Was ist die Hauptaufgabe von einem guten Coach? Die Hauptaufgabe von einem guten Coach ist, in den Kunden einen Gedanken zu pflanzen, dass man lebenslang einen Lifestyle mit einer gesunden Ernährung und sein Gewicht hält und so weiter. Das ist die Aufgabe von einem guten Coach. Und ich mache euch mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr aufgehört, McDonald's zu essen. Ich habe früher auch öfter mal McDonald's gegessen. Und dann habe ich mich da ein bisschen in die Materie reingefuchst. Ich habe auch ein Video darüber gemacht und habe mal so geguckt, was hinter den Kulissen da so passiert. Für mich ist es jetzt so ekelhaft, dass ich seitdem nicht mehr da war bei McDonald's und ich würde auch nicht mehr dahin gehen, weil ich finde es extrem eklig. Also ich bin komplett weg davon. Ist es jetzt schwer für mich, irgendwie nicht mehr McDonald's zu essen? Nein, weil es meine Lebenseinstellung ist. Bei mir hat es Klick gemacht. Oder andere Leute, zum Beispiel Vegetarier oder Veganer. Da ist es ja auch nicht so, dass die denken, oh, jetzt muss ich aber schnell wieder eine Schweinshaxe essen, sondern das ist der Lebensstil. Also die haben sich geändert, okay? Und das ist genau der wichtige Punkt, weil einfach sich runterschredden, 30 Kilo weniger und wie auch immer, das kann jeder. Jeder kann sich 30 Kilo runterschredden. Aber wenn das Gehirn nicht diese Ausrichtung hat und man immer denkt, ah, eigentlich will ich was Süßes, eigentlich will ich was Süßes, dann ist es nicht langfristig. Und es war ja ganz oft die Frage, ja, kann man überhaupt langfristig so einen Körper halten und so? Hä? Ja, natürlich kann man langfristig schlank sein. Und ich spreche nicht von irgendwie Bühnenfigur, 7% Fett, 4% Fett, nein. Und jetzt mal ein ganz anderes Thema, ganz kurz angerissen. Glaubt ihr, dass alle Bodybuilder natural sind? Also, dass die Leute, die da auf der Bühne mit 4% Fett sind, ob Männer oder Frauen, heutzutage egal. Meint ihr, dass die Leute, die auf die Bühne gehen, ganz legal, ohne irgendwelche Steroide das machen? Herzlichen Glückwunsch. Es ist leider nicht so. Und ganz viele haben natürlich auch gesagt, wieso, die hat einfach die Kur abgesetzt. Aber da möchte ich mich gar nicht mit rein, weil ich möchte niemandem, irgendwo, wo ich es nicht 100% weiß, möchte ich gar nichts unterstellen. Aber alleine der Grundgedanke, dass im Bodybuilding oder wenn man auf die Bühne geht, dass diese gewissen Prozentzahlen an Fett nicht normal sind und dass dann nachgeholfen wird, eigentlich weiß das heutzutage jeder und das kann man natürlich nicht ein ganzes Jahr überhalten. Die setzen dann Phasen ein und dann sind die in den Phasen wieder dick, ja, aber einen gesunden Lebensstil mit plus minus ein paar Kilo, natürlich kann man das ganze Jahr überhalten und ich habe nicht gesagt, dass Sophia Thiel dick ist. Nein, sie ist dicker geworden. Sie war erst dicker, dann hat sie abgenommen und jetzt ist sie wieder dicker. So, das ist Fakt. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, es waren 10 bis 15 Kilo. Sagt sie auch selber. Da kann ich ja nichts für. Ich kann ja nichts dafür. So, und das ist natürlich, jeder kann machen, was er will. Wenn man in Afrika, ich habe ja afrikanische Wurzeln, wenn man in Afrika sieht, wenn man da dünne Frauen sieht, dann denken die Leute, ey, was ist los? Die hat nichts zu essen, die Arme, wir müssen ihr was zu essen geben. Da ist das Idealbild andersrum. Wenn du da nicht so eine Kiste hast, dann giltst du als Armutsfall sozusagen. Es ist anders. Deswegen, ich verurteile gar nicht dick, dünn oder wie auch immer. Diese ganzen Kommentare könnt ihr euch sparen. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass die Menschen, die zum Beispiel ihr Programm gekauft haben, sehen, warum, wenn sie diesen Lebensstil vermittelt und verkauft, warum nimmt sie wieder so viel zu? Weil anscheinend klappt es ja bei ihr nicht. Wenn es bei ihr nicht klappt, warum sollte es bei mir klappen? Wenn ich zum Beispiel nach außen hin vertrete, hey, Mercedes ist die geilste Marke, so, und ihr seht mich immer mit dem Ferrari fahren oder mit dem BMW, dann passt irgendwas nicht. Oder wenn ich, ein anderes Beispiel, ein veganer Koch bin und ich erzähle meinen Jüngern von morgens bis abends vegan hier und da und dann seht ihr mich einfach bei McDonald's und oder ich hau mir eine Schweinshaxe rein und sag, oh nee, sorry, also ich musste jetzt mal 2 Monate lang mir richtig schön blutiges Rindfleisch reinknallen. Damit verletzen wir eigentlich das höchste Gut, was wir haben, nämlich unsere eigene Linie. Und das ist ein Bruch. Und das möchte ich euch erklären, warum das bei manchen Personen passiert und bei manchen nicht. Und bei ihr war es Stress. Und ich gebe euch jetzt das Beispiel, warum dieser Stress manche Leute belastet und manche nicht. Und ihr könnt ja selber entscheiden, ob es euch auch belastet oder ob ihr das Video als das versteht, was es ist, nämlich als Hilfe, wie ihr euch davor schützen könnt. Stress. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie ihr Stress bekämpfen könnt. Nur eine Möglichkeit. Nur eine einzige Möglichkeit. Weil was viele denken, sie können externe Faktoren beeinflussen, also Ereignisse.
Ereignisse. Man kann keine Ereignisse beeinflussen. Wenn ihr versucht, Ereignisse zu beeinflussen, dann werdet ihr ein Leben lang gestresst sein, weil ihr das nicht könnt. Ihr könnt aus der Haustür gehen und werdet angefahren vom Auto, habt einen Bandscheibenvorfall, ein Bein gebrochen. Das könnt ihr nicht beeinflussen. Ob jemand aus eurer Familie vielleicht todkrank wird, das könnt ihr nicht beeinflussen. Ob sich euer Partner von euch trennt, das könnt ihr nicht beeinflussen. Ob wir vielleicht den dritten Weltkrieg im nächsten Monat haben, ihr könnt es nicht beeinflussen. Wenn ihr versucht, externe Faktoren, also Ereignisse zu beeinflussen, dann werdet ihr ein Leben lang gestresst sein. Was ist das Einzige, was ihr beeinflussen könnt? Das Einzige, was eigentlich sinnvoll ist bei Stress. Das Einzige, was ihr beeinflussen könnt, ist, wie ihr damit umgeht. Das ist der Punkt. Ich habe ein Ereignis, zum Beispiel, keine Ahnung, viel Arbeit, Bruder krank, Schwester krank, ich mir ein Handgelenk gebrochen, egal was. Ich habe irgendwas, ein Ereignis, wie gehe ich damit um? Und das ist der entscheidende Punkt. Und wenn die Leute sagen, ja, ist ja klar, dass sie zugenommen hat, weil sie hatte ja Stress, ist es falsch. Es ist falsch, weil sie mit Stress so umgeht, dass sie dann mehr futtert, deswegen hat sie zugenommen. Nicht, weil sie Stress hat, weil ihr kennt das doch alle. Es gibt Menschen, die sind aus einer Beziehung, haben sich getrennt, haben Liebeskummer. Die eine Person sagt, ich habe mich von ihm getrennt. Ich konnte einfach nichts mehr essen danach. Ich habe 20 Kilo abgenommen, weil ich so gestresst bin. Die andere Person sagt, also ich habe mich von ihm getrennt. Also weil ich so gestresst bin, habe ich die ganze Zeit gegessen und 20 Kilo zugenommen. Es ist das gleiche beschissene Ereignis. Trennung, wie geht Person A damit um? Wie geht Person B damit um? Ganz einfach, der eine futtert mehr, der andere weniger. Anderes Beispiel. Diese Situation gibt es sehr oft. Wir haben zwei Brüder, wachsen in der gleichen Familie auf. Der Vater ist ein Alkoholiker, schlägt die Kinder. Das eine Kind wird auch Alkoholiker, weil er sich sagt, hey, hör mal zu, mein Vater, ja, der war früher Alkoholiker und der hat uns geschlagen. Kein Wunder, dass ich auch Alkoholiker werde. Und der andere Junge sagt, mein Vater hat mich früher geschlagen und war Alkoholiker. Da war mir doch klar, dass ich so niemals enden werde in meinem Leben. Gleiches Ereignis, gleiche Familie, alles gleich. Nur der einzige Unterschied ist, wie man selbst mit der Situation umgeht. Das ist der Punkt. Manche geben die Macht sogar von sich selbst weg und geben das einem Lehrer aus der Grundschulklasse. Weil der Lehrer in der Grundschulklasse blöd zu mir war, deswegen ist nichts aus mir geworden. Also hat er die Macht darüber, ob aus mir was wird. Und andere Leute, die wegen diesem ätzenden Grundschullehrer total erfolgreich werden, gehen dann 20 Jahre später zu dem hin und sagen, hey, ich bin Multimillionär, guck dich mal an, du kleine Wurst, weißt du noch, wie du mich früher behandelt hast? Gleiches Ereignis, Menschen gehen unterschiedlich mit dem gleichen Ereignis um. Noch ein anderes Beispiel, damit ihr ganz genau wisst, was ich meine. Kennt ihr die Situation, wenn ihr an der Kasse steht und auf einmal tritt euch jemand hinten in die Hacken? Und bevor ihr euch umgedreht habt, denkt ihr schon, oh, was für ein Asozialer tritt mir jetzt hier in die Hacken? Ey, können die nicht aufpassen? Was ist denn los mit denen? Alles bevor ihr euch umgedreht habt. Und wenn ihr euch umgedreht habt, dann guckt auf den Boden. Auf einmal ist das ein einjähriges Baby, was so ganz süß zu euch hochkommt, guckt und lächelt und oh, auf einmal ist alles weg. Auf einmal denkt ihr, habt ihr ein schlechtes Gefühl, oh, wie süß, ihr kommt sofort in eine andere Stimmung. Warum? Das Ereignis ist das gleiche. Euch hat jemand in die Hacken getreten. Nur, wie ihr damit umgeht, was ihr daraus macht, das ist entscheidend. Mache ich daraus, wenn ich viel arbeite, dass ich mega gestresst bin? Oder mache ich daraus, ey, dass das schön ist? Ich bin nicht arbeitslos, ich lebe hier in Deutschland, hier ist kein Krieg vor der Tür, ich verdiene auch noch Geld mit dem, was ich liebe. Wie stressig muss das denn sein? Oh, ich bin so gestresst, weil ich mit dem, was ich liebe, mit Sport, mein Geld verdiene. Ich kann gar nicht mehr hinterher. Ihr könnt doch selber damit umgehen. So, deswegen, bevor ihr euch gestresst fühlt, überlegt erstmal, was ist die Situation? Kann ich auch anders damit umgehen? Gibt es Menschen auf dieser Welt, die anders damit umgehen würden? Und genau da ist der Knackpunkt, weil das ist der entscheidende Punkt, warum Sophia wieder zugenommen hat. Also, für die Leute, die Sophia feiern und die sich jetzt wieder abgeholt fühlen, weil sie jetzt praktisch zusammen wieder abnehmen können, für die ist es super, die können das so machen. Für die Leute, die sich verarscht fühlen, die müssen gucken, dass sie damit richtig umgehen, die müssen ihre Lehren daraus ziehen, vielleicht hilft dieses Video. Für jeden ist es unterschiedlich. Wenn ihr was aus diesem Video rausziehen könnt und es nicht nur als Angriff gegen Sophia Thiel seht, dann würde ich mich freuen darüber. Meine Ausrichtung ist immer, den Kunden dahin zu bekommen, dass er es gerne macht, sich ein Leben lang gesund zu ernähren und den Körper zu haben, den er haben will. Weil das kann jeder und zwar das ganze Jahr über. Und ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr mal in Hamburg seid, könnt ihr gerne mit mir trainieren kommen und ihr werdet mich in 98% oder 95% des Jahres in der gleichen Form sehen. So, im Urlaub haue ich natürlich auch richtig daneben, aber grundsätzlich das ganze Jahr über kann man eine normale, gute Figur haben und das ist absolut normal. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und bis bald, euer Coach Cecil.
Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und natürlich immer weiter kommentieren. Ich habe das Video aufgrund einer Frage gemacht. Schreibt mal rein, was für Videos ihr sehen wollt. Und natürlich, Moment einmal, abonnieren. Snapchat, Instagram, Facebook. Folgt mir unbedingt überall, weil ich habe überall andere Themen. Snapchat, was ich esse so am Tag, Instagram, ein paar Fotos, Facebook, viele Workouts und so. Folgt mir überall. Und natürlich bei YouTube nicht vergessen, hier einmal den Abonnieren-Button zu drücken. Weil sonst werdet ihr nicht informiert, wenn ich neue Videos habe. Und das wäre schrecklich. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mitzumachen bei meiner kostenlosen Tour auf maximumprinzip.com. 7 Tage lang, keine Angst, kein Abo danach, sondern ist einfach vorbei danach. Ich glaube, das war's. Bis bald, euer Coach Sessi.